Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Und wir sind im Clubhaus, liebe Freunde, und werden jetzt mal schauen. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Du bist auch eine richtig arme Socke, ne? Du musst die ganze Zeit hier rumstehen. Und wir gucken jetzt mal, wo hier unser... Armer Sir Charles, ein Mord in seinem Club. Einfach... Ja, hier immer noch das Blut. Die könnten mal das Blut hier wegwischen, das sieht ja aus... So, wir gucken jetzt mal, wo irgendwie das Ding draufpassen könnte. In meinem Club. Da geht er hin, unser guter Ruf. Halt's mal. Maul. So, wir rennen direkt mal hier rein jetzt. Gibt es hier irgendwo irgendwas, wo das Ding draufpassen könnte? Ich kann mich an nichts erinnern. Also auch die Löcher... In den, im Globus sahen jetzt nicht so aus. Aber das war doch die Aufgabe, oder? Finden Sie heraus, was sich wirklich im Tempel abgespielt hat. Einige Teile fehlen. Ja, das haben wir schon festgestellt. Einige Teile fehlen. Das ist wohl ein Teil einer Statue aus Guatemala. Dieses Stück wurde sauber... Okay. Da können wir jetzt nicht viel anfangen. Damit auch diese nicht. Diese Antiquitäten sehen... Gut. Da können wir nochmal hier kurz mal einen Gong machen. So. Worauf könnte das passen? Hier irgendwo was passen könnte? Ich weiß es nicht. Warte mal. Was machen wir denn, wenn wir uns das Stückchen hier nochmal in der Erklärung anschauen? Das Miniaturmodell einer Maya-Pyramide aus Alberts Haus. Der Singapur. Das ist eher so Piratengedönse. Was ist das? Einfach nur dummer Schmuck. Kryptologist. Ich sehe hier nichts irgendwie, wo das drauf passen könnte. Leider gar nicht. Ein Becher auch nicht. Gut. So, dann gehen wir mal. Normale Gießerei. Vielleicht da. Weil der hat ja auch noch ein bisschen was damit zu tun. Ich habe gerade keine Ahnung. Boah. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hin müssen. Mit dem Ding. Watson, seien Sie wachsam. Und vor allem still. So, wir haben es jetzt in der Nacht und wir brechen jetzt in Marleys Büro ein. Jetzt kommt wieder Commander Kriegers Dietrich-Kunde in den Start. Für die zwei. Eine. Okay, die vier. Gut, nehmen wir mal die 2. Ne, die 3. Tada! So.
Wir sind drin. Watson bleibt draußen, was? Okay. Ist irgendwie schon ein bisschen unheimlich jetzt hier. Aber wir gehen mal zum Büro. Die Tür ist verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden. Watson, du kannst auch mal helfen hier. So. In diese Richtung geht es nicht. Kann ich denn jetzt von hier drücken? Ah, es geht, okay. Natürlich super, ne? Watson, sei leise. Könnte hier ein bisschen laut werden. So, nochmal kurz gucken. Ich habe jetzt gerade irgendwie Scheiße gemacht, glaube ich. Bewegen. Der Weg ist blockiert. Ach du Scheiße. Ich habe gerade keine Ahnung. Gucken wir mal, was ich hier drehen kann. Watson? Wie gelangen wir auf den Balkon? Ja, ja. Lass das mal den Krigi machen hier. Geh mal weg. Du stehst hier im Weg. So, was ist hier? Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Boah, auf jeden Fall kann ich jetzt hier hinten irgendwas machen. Mit dem Ding. Ich weiß noch nicht, wofür der gut sein soll. Ah. Jetzt kann ich da hochklettern. So. So ist schon mal gar nicht mal schlecht. Ich weiß jetzt noch nicht, wofür der Käfig hier sein soll. Aber das werden wir jetzt gleich rausfinden. Kletter jetzt hier hoch. Der Weg muss frei sein. Was soll das denn? Watson.
Klettern wir mal hier hoch. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit dem Käfig machen kann, aber irgendwas muss ich mit dem Käfig machen. Alles klar. Ich habe Scheiße gebaut, glaube ich. Ich glaube, auf das Ding hier, das ist ohne Scheiß, Freunde, das ist das größte Problem, was du hast bei irgendwelchen Let's Plays, wo es mit irgendwelchen Rätseln zustande geht, wenn du in dem Moment irgendwie einen Fehler machst, wenn du gerade nicht weißt, hey, wie muss das denn jetzt gemacht werden? Was ist denn jetzt der richtige Weg? Was musst du tun? Das ist echt ein enormes Problem. Wenn du dann irgendwie, was weiß ich, gerade so ein bisschen, ja, ein bisschen blöd bist irgendwie. Nicht genau weißt, ja, was musst du machen? So. Aber ich glaube, es ist schon mal gar nicht mal schlecht, wenn der Käfig da drauf kommt. Glaube ich. So. Das war auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt muss ich den nur noch irgendwo hinschieben. Nur wohin? So. Die Balkontür ist offen. Okay, hier hochzuklettern war ein schöner Fake. Da gehen wir jetzt mal wieder runter. Müssten jetzt Watson 9 Meter. In diese Richtung geht es nicht. Warum nicht? Hä? Aha. So. Jetzt gehe ich rüber. Also ich kletter hier hoch. Gehe dann über den Balken. Weil hier hinten ist auch noch eine Treppe. Die habe ich gerade eben nicht gesehen. So. Gehe ich hier runter. Jetzt muss der Watson wieder prügeln. Alter Knabe. So, und jetzt kann ich darauf gehen. Ich schon mal mit Watson ans andere Ende. Da gibt es auch noch was. Was passiert da denn? So. Aber wie
Aha. Alles klar, Freunde. So. So, jetzt ist der da. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erkannt. Hier oben über mir. Genau, da ist ein Balken. So, jetzt dreh dich. Brrr. Natürlich stark, ne? Ist hier einfach. Durch ein bisschen mit Arbeit verbunden. Mein muss der Watson nachher duschen. Ich wollte die Folge eigentlich gar nicht so lang machen. Aber das Problem ist, das dürrt. So, ran. Ans Gebälk. Gleich hier rüber hüpfen. Jetzt kann ich über die Mitte. Ach du Scheiße, jetzt geht das wieder. Das ist gar nichts für mich, Freunde. Boah, Alter. Komm. Was ist das, ein Stück? Komm, spring die Scheiße! Oh, Alter! Alter! Aber wir haben ja Zeit. Ich hab E gedrückt. Was lange währt, wird endlich Jod. Ich bin hier. Lassen Sie mich rein. Soll ich mich reinlassen? Aber, liebe Freunde, wir holen den Watson rein. Aber das sehen wir uns erst morgen um 15 Uhr an, wenn es wieder heißt, Sherlock Krieger ermittelt und verknüppelt. So. In diesem Sinne, YouTube, bis zum nächsten Mal. Euer Commander. Tschüss. Hoppala.